Du hast gekämpft und hast gewonnen, der Preis geprägt dafür von Schmerz. Und was gerade noch zerronnen, ist jetzt ganz fest in deinem Herz. Doch du liegst nicht lang am Boden, du hast gelernt, bald aufzustehen. Und so wagst du den Blick nach oben, und dieser Blick kann in den Himmel sehen. Dieser Blick kann in den Himmel sehen. Dass dir der Himmel offen steht, wenn deine Welt gerade untergeht und deine Augen immer wieder Gutes sehen. Und dass dich jemand liebt, wenn für dich sonst nichts übrig blieb und deine schmerzhaften Gedanken bald vergehen. Das wünsche ich dir. Du hast gelebt und hast erfahren, Erfahrung kostet letztlich dich. Und die gestern Freunde waren, die lassen heute dich im Stich. Doch du hast ein starkes Wissen, du weißt, dass es bald weitergeht. Und diesen Schatz willst du nicht missen, weil dir der Himmel offen steht. Diesen Schatz wirst du nicht missen, weil dir der Himmel offen steht. Dass dir der Himmel offen steht, wenn deine Welt gerade untergeht und deine Augen immer wieder Gutes sehen. Und dass dich jemand liebt, wenn für dich sonst nichts übrig bleibt und deine schmerzhaften Gedanken bald vergehen. Dass irgendwie die Wolken weiterziehen, vielleicht weil jemand sie wegschiebt. Dass irgendwann dann wieder Kinder auf unseren Straßen spielen, weil irgendwo dann jemand liegt. Dass dir der Himmel offen steht, wenn deine Welt gerade untergeht und deine Augen immer wieder Gutes sehen. Und dass dich jemand liebt, wenn für dich sonst nichts übrig blieb und deine schmerzhaften Gedanken bald vergehen. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Weil uns der Himmel offen steht, darum sind wir hier. Was für ein schöner Anlass, was für eine herrliche Gewissheit, dass uns der Himmel offen steht. Danke an die Weiß für diese Einstimmung, aber das sind eben auch die schmerzhaften Gedanken. Da ist das, könnte es nicht einfach mal nur richtig schön laufen. Ja, vieles läuft gut bei uns, das wissen wir. Aber das sind eben auch die Zumutungen. Von einem Weg, der ihm zugemutet wurde, singt Herbert Grönemeyer in unserem Titelsong heute Der Weg. Es war ja wohl das erfolgreichste Album von Herbert Grönemeyer, vielleicht auch der erfolgreichste Song. Andi Weiß wird uns dabei helfen. Er ist das erste Mal im Pop-up-Gottesdienst dabei. Danke, dass Sie diesen Weg heute mit uns im Gottesdienst gehen. Lasst uns beten. Gott,
Das Leben hat so viele Zumutungen parat. Es gibt Wege, die ich nicht gehen will. Abgründe, um die ich einen großen Bogen machen möchte. Krankheiten, die mir und den meinen doch bitte fernbleiben mögen. Gott, ich sehne mich doch bloß nach einem normalen Leben. Du aber bietest kein Standardleben. Du bietest nur dich selbst auf meinem Weg, auf jedem meiner Wege und dein Licht und Menschen an meiner Seite und das Leben täglich neu, sogar in Ewigkeit. Leben, nichts steht deinem Wunder im Weg. Dank sei dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen. Ich kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugehen, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wir haben füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu finden, nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns verschoben, durch alle gezeigt, haben uns verzerrt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verloren. Es war ein Stück von Männern, das ist. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur der Schnurr, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. In Film getanzt, in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, heillos versunken, trunken und alles war laut, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur der Schnurr, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Fühle, dein unerschütterliches Gespür. Du hast dir Führer, deine Stimme geboten, hast ihn nie verraten. Plan vom Glück, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise, offene Welt. Ich hab dich sicher in meiner Seele, ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.
Gnade und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Herbert Grönemeyers Frau Anna ist 1998 gestorben. Kurz vorher sein Bruder. Er nimmt sich eine Auszeit und verarbeitet das als Künstler musikalisch und in Texten. 2002 erscheint dann sein Album Mensch und Grönemeyer singt dort auch eben dieses Lied Der Weg. Der Weg ist sein Weg mit seiner Frau. Es sind drei Zeitebenen, drei Wegabschnitte, auf die Herbert Grönemeyer die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnimmt. Und er steht gerade auf diesem Weg. Er hält inne, er schaut zurück in die Vergangenheit und er schaut voraus in die Zukunft. Und er erzählt in klaren Sätzen, was da gerade so in ihm vorgeht. Worte, die jede und jeder Trauernde teilen kann und die einen, wenn man sie dann hört, tief berühren. Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben. Da ist er gerade. Das Leben ist nicht fair. Er kann selber noch nicht ganz fassen, dass der geliebte Mensch nicht mehr da ist. Und er weiß selber nicht, was dieser Tod für ihn bedeuten wird und wie er jetzt weiterleben soll. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Er ist sogar zu schwach, sich einzugestehen, dass sein Leben nicht weitergehen könnte. Er lebt einfach. Er kann keine Entscheidungen treffen. Er lässt geschehen. Er ist träge. Aber sogar hier schon die erste zarte Hoffnung, er hat es vielleicht selber schon vorher erlebt, es geht weiter. Und ich kenne das selber auch von mir. Da ist jemand gestorben, da ist was Schlimmes passiert. Der Schock, unendliche Trauer, tiefe Schwärze um uns herum. Und doch, es geht wieder raus aus dem Loch. Erst langsam, die Hoffnung ist aber auch in den dunkelsten Momenten schon zart angelegt. Ich kann das in solchen Momenten gar nicht glauben, wie es dann weitergehen soll, aber es geht weiter. Und im Lied dreht sich der Grönemeyer um auf seinen Punkt. Er schaut jetzt vom Blick, wo er gerade ist, auf den gemeinsamen Weg zurück und da wird er ganz poetisch. Wunderschöne Texte, wunderschöne Bilder. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Es muss eine ganz besondere, intensive Beziehung gewesen sein zwischen Herbert Grönemeyer und seiner Frau. Aber das Ende hat sich schon abgezeichnet. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Ein Lied für alle Trauernden, die da mit jemandem ein Stück Himmel auf Erden hatten und da auch die schmerzvolle Realität verdrängt haben. Sonst geht es ja gar nicht weiter, wenn man sich nicht an die Hoffnung klammern kann. Und da fällt es manchmal schwer, mit den Liebsten über den Tod zu reden. Und es geht auch mir so, auch wenn ich mit fremden Menschen beruflich immer wieder über den Tod rede, mit meinen Ängsten, mit meinen Liebsten, da nimmt es mich dann doch auch zu sehr mit und man will auch irgendwie die Beziehung nicht gefährden, weil vielleicht klammert sich auch der sterbende Mensch da an die Hoffnung. Ein gleichaltriger Schulfreund von mir, der lag im Krankenhaus und noch bevor ich irgendwas sagen konnte, hat er mich mit den Worten begrüßt: Schott nicht beten. Das war nicht meine Rolle für ihn. Das wäre vielleicht die Rolle vom Krankenhausgeistlichen gewesen, aber ich war als Freund da. Und wenn Sie mich jetzt fragen, in dem Moment bei dieser Predigt, wozu wir als Kirche und ihre Vertreterinnen und Vertreter auch da sind, dass wir in der Rolle sind, auch die Themen anzusprechen, für die man als Angehöriger vielleicht nicht die Kraft hat und der Betroffene will es vielleicht von Angehörigen auch nicht hören. Als meine Großmutter im Sterben lag, da war ich damals frisch Vikar und ich habe es nicht geschafft, das anzusprechen, ihren Tod. Das wäre auch nicht meine Rolle gewesen.
Und da habe ich halt lieber von Hoffnung geredet, als es eigentlich keine Hoffnung mehr gab. Und habe zwanghaft bei jedem Besuch zu ihr bis morgen gesagt, obwohl es nicht sicher war, ob sie den nächsten Tag noch lebt. Vielleicht wäre es auch gar nicht kompliziert gewesen. Meine Oma, die war da recht locker. Die hat zu ihrem Mann, meinem Opa, immer gesagt, also wenn einer von uns zwar nimmer ist, dann kauf ich mir eine Wohnung. Aber das war wohl eher um des Witzes willen. Und ich habe eigentlich dann nie nachgefragt, was wirklich passieren würde, wenn einer von den beiden nimmer da ist. Die Oma, die war nicht besonders kirchlich, aber inzwischen verbinde ich dieses Zitat von ihr schon auch mit diesem Wort von Jesus: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich erlebe das oft, dass Angehörige bei Trauergesprächen sagen, ich konnte mit ihm oder ihr nicht drüber reden. Ich denke, da geht's um die Rolle. Und dass auch Sterbende ihre Lieben schonen wollen. Der Grönemeyer bleibt aber nicht bei diesem Rückblick. Und jetzt dreht er sich rum und schaut in die Zukunft. Ich gehe nicht weg. Hab meine Frist verlängert. Neue Zeitreise. Offene Welt. Habe dich sicher in meiner Seele. Ich trage dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Er hat seine Verstorbenen nicht verloren. Die sind jetzt bei ihm. In der Erinnerung, in den Gedanken. Er sagt, er trägt sie in seiner Seele. Es ist eine Ostergeschichte, die der Herbert Grönemeyer da erzählt. Auch die Jüngerinnen und Jünger hatten ein Stück Himmel auf Erden mit Jesus, der ihnen Gott so nah gebracht hat. Und dann ab Palmsonntag, dem Einzug in Jerusalem, da haben sie verdrängt, dass Jesus schon immer irgendwie kryptisch seinen Tod angedeutet hat und haben dann an Karfreitag fassungslos erlebt, dass er gestorben ist. Und sie erleben seine Auferstehung und tragen das, was ihn ausgemacht hat und seine Botschaft in der Seele. Jesus hat das als den Heiligen Geist, als den Tröster angekündigt. Und tatsächlich, sie sind getrost auf ihrem Weg. Und für sie beginnt auch eine neue Zeitreise mit dem Auferstandenen. Wenn Sie sich das Video zu diesem Lied Der Weg von Herbert Grönemeyer anschauen, dann steht der Grönemeyer auf einem Segelschiff mitten auf dem Meer und kämpft mit den Wellen. Und die Wellen stehen wohl symbolisch für diese Schicksalsschläge, dass sein Bruder und seine Frau gestorben sind. Und er versucht, diese Schicksalsschläge zu überwinden. Und das Video endet dann damit, dass der Grönemeyer einen Steg raufgeht und am Ende dieses Stegs ist eine Tür und die führt in den Himmel rein. Und kurz bevor er in diese Tür reingeht, da bleibt er stehen, er schaut auf dieses Meer unten zurück und dann geht er durch die Tür. Ist er selber gestorben? Hat er die Wellen überwunden? Oder hat er auch einen neuen Himmel auf Erden gefunden? Vielleicht war das seine Hoffnung damals. Und inzwischen hat sie sich erfüllt. Grönemeyer ist wieder verheiratet. Und 2019 ist er noch einmal Vater geworden. Weil immer was geht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen.
Straßen und Häuser, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, dass ich lache. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Lasst uns beten. Zu dir, Herr Jesus Christus, der du alle Höhen und Tiefen des Lebens kennst, beten wir. Für alle, deren Weg schwer geworden ist, für alle, die nach Menschen auf ihrem Weg suchen, die ihnen gut tun, wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Für alle, die auf ihrem Weg jubeln können über das, was sie erlebt haben, oder über das, was sie derzeit fliegen lässt. Wir bitten für sie: Herr, erbarme dich. Für alle, die das Wort Liebe nicht mehr hören können. Für alle, die auch in schweren Zeiten zueinander stehen. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Für alle, die uns zugemutet werden. Und für alle, denen wir zugemutet werden. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Für alle, die nur noch um sich schlagen und für alle, die nie gedacht hätten, zu welchem Hass sie fähig sind. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Für alle, die unter anderen zu leiden haben und für alle, die lieben, ohne Lohn zu erwarten. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Für alle, die an Krankenbetten aushalten, für alle, die Geflohenen und Alleingelassenen nahe sind, wir bitten: Herr, erbarme dich. Für alle, die ihren Weg suchen und derzeit nicht finden, für alle, die einen neuen Weg suchen müssten, aber am alten Weg festhalten. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit dir haben wir das Leben. Hilf uns, es zu leben und zu teilen, bis du uns vollendest in Herrlichkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Genau in 4 Wochen ist wieder Pop-up um 11 hier Blurry Eyes von Michael Patrick Kelly, verschwommene Augen. Don't say you are not strong enough to let you love
to let me love you just the way you are. Sag doch nicht, dass du nicht stark genug bist, dass ich dich so lieben könnte, wie du bist. Die Selbstzweifel stehen im Vordergrund von diesem genialen Liedermacher, der selbst durch Kloster gegangen so viel Spiritualität rüberbringt. Ich freue mich schon drauf. Dann darf ich wieder predigen. Sind Sie dran mit der Liturgie? Dann tauschen wir die Rollen und Hannes Schott ist mit der Liturgie dran. Nun geht aber euren Weg mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Zu vertrauen mir, es wird alles gut gehen, es wird alles gut sein, weil wir zusammen stehen. Lass dich fallen in meinen Arm, komm und ruh dich aus. Es ist ein weiter Weg, den wir gemeinsam gehen. Spann die Flügel auf, vertrau dir. Wag den letzten Schritt und spring, spring in dein neues Leben, sei mutig, weil ich bei dir bin. Vergiss nicht deine Flügel, vergiss nicht deine Kraft, große Berge werden Hügel. Du hast schon so viel geschafft, bis die Sonne wieder scheint, bis alles wieder gut ist. Ich mit dir vereint. Denn Schlechtes geht vorbei. Bleib dir treu und mir gewogen. Du bist doch mutig, bist doch frei. Lass die Stürme alle toben, du bist am Leben, bleib dabei. Glaub dir selbst, schenk mir Vertrauen, hör nie auf zu träumen. Stell dich der Gefahr, hab keine Angst, ich bin doch da. Vergiss nicht deine Flügel, vergiss nicht deine Kraft, große Berge werden Hügel. Du hast schon so viel geschafft, bis die Sonne wieder scheint, bis alles wieder gut ist, bleib ich mit dir vereint. Denn Schlechtes geht vorbei.